Am Golf von Mexiko scheint ein Delfinhasser sein Unwesen zu treiben. Mindestens 6 verstümmelte große Tümmler wurden an der US-Küste angeschwemmt. Ihnen fehlten Flossen oder Kiefer. Im Kopf eines Delfins steckte ein Schraubenzieher. Am Forschungsinstitut für Meeressäuger in Gulfport, Mississippi, wurden die Tiere obduziert. Sie sind die Botschafter ihrer Art. Sie getötet und verstümmelt zu sehen, bricht mir das Herz. Die Delfinexperten konnten wichtige Indizien für die Jagd nach dem oder den Tätern sammeln. Unter anderem diese Patronenhülse. Jetzt haben die Ermittler forensische Beweise in der Hand. Früher oder später werden sie die Täter fassen. Die Tötung von Delfinen wird in den USA mit bis zu einem Jahr Haft und einer Geldstrafe von $20.000 pro Tier bestraft.